Hallo Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Teil Gasgaslers mit mir, Ralfinger LP. Und zwar fahren wir heute wieder mit unserem Lord Krappé ein weiteres Rennen. Und was wir fahren, gucken wir uns mal an hier. Entweder den Lederhosenpokal, normales Rennen, Belgianito Challenge im Regen oder hier Knockout-Rennen im Schnee. Ich wage mal ein Regenrennen mit euch zu fahren. Und zwar ist vor kurzem einem sehr, es regnet im Tunnel, ist einmal der Zuschauer aufgefallen. Ich glaube, es war HippieXD, glaube ich zumindest, dass es sich so nennt. Respekt, dass er es gesehen hat, es regnet im Tunnel. Ja, also stört mich jetzt beim Gameplay nicht wirklich, aber haben sie wohl ein bisschen verpeilt, so darauf zu achten. Macht natürlich im Rennen keinen großen Unterschied, glaube ich, ob es im Tunnel regnet oder nicht. Genug gequatscht, fahren wir mal ein Rennen. Wir sind ausgerüstet mit einem Raketenwerfer, 26 Stück an der Zahl, können wir nur nach vorne schießen. Wenn wir aber schießen, dann haut's aber ordentlich die Jungs auf die Fresse, würde ich sagen. So, erstmal eine lange Gerade, dann da vorne eine 180-Grad-Kurve. Früh genug bremsen oder irgendwie ins Heck fahren, ist die Taktik, würde ich sagen. Schild nehmen wir mal mit, boosten wir gleich mal ein Stückchen. Bremsen und kommen natürlich überhaupt nicht klar. Dafür haben wir auch genug Schilder mitgenommen und versuchen hier mal mit dem Boost, den wir gerade bekommen haben, ein bisschen was zu reißen. Ist jetzt nicht gerade wahnsinnig viel draus geworden. Aber gut, wir sind schon mal, oder noch nicht letzter, was sich aber gleich wahrscheinlich ändern wird. Firezone, Raketen. Ja genau, ich krieg... ja genau, Jungs, so habe ich mir das vorgestellt. Aber ihr kriegt es natürlich auch gleich wieder von mir zurück. Ist ja nicht so, dass ich hier einfach mal nur darauf warte, bis ich von anderen abgeknallt werde. Ah, komm schon. Rein mit den Raketen hier. Immer drauf auf die anderen. Kommt noch eine Rakete daher. Ein bisschen Boost haben wir auch. Dann ist das mit nix. Wow. Haut mir ordentlich die Seite ins Heck hier, der Kollege. Das heißt, Kollege, der Arsch. Gut, den haben wir mal ordentlich getroffen in der Kurve. Und den hier kriegt der auch noch eine von mir ab. Schade, wir haben nicht getroffen. Da hat sich gerade einer resettet vor uns. Stopp hier, auf dass wir. Wow, der haut jetzt mir ordentlich ins Heck rein. Okay, aber wir haben noch das Repair Kit gekriegt. Den haben wir auch getroffen und kriegen den auch noch rein. Mist. Meine Karre hat auch schon bessere Tage gehabt, so wie es ausschaut. Ah, okay, da kommt von rechts schon mal die Raketen geflogen. Diese Abkürzung, da habe ich auch noch nicht ganz gepeilt. Das muss ich mir irgendwie auch noch machen, gucken, wie man da langfahren kann. Wir nehmen mal ein bisschen nach hinten und schießen mal ein bisschen nach vorne. Ich hoffe, dass ich hier mit meinen Raketen irgendwas treffe. Ja, ich habe was getroffen, und zwar die Gegner vor mir. Okay. Durch die Kurve durch und Raketen abfeuern. Nebeln. Ah, nein, Minen. Oh, okay, gerade noch so an den Minen vorbeigekommen. Dritter Platz mit 10 Sekunden Rückstand auf den ersten. Der fährt davon in seine Runden und dem ist es scheißegal, was hier los ist. Ich sehe schon. Hinter mir geht es ordentlich zur Sache, wenn man so die Raketeneinschläge hört oder die, wie soll ich sagen, die, was da so verballert wird hinter mir. Ich habe eine Mine gelegt, ich hoffe, da erwischt es ein paar in der Kurve. Ja, einen haben wir schon mal erwischt. Und jetzt nehmen wir hier noch so einen kleinen so Pfosten mal mit, einen grünen Pfosten, einen Darmpfosten, haben wir natürlich ein bisschen Boost. Wow. Ah, jetzt habe ich das Timing ein bisschen verpeilt hier mit der Rakete. Ah, Mann, ich treffe wieder keinen hier. Oh, treffe ich den keinen. Jetzt habe ich aber einen getroffen. Und kriege ich die Munition. Ja, ich kriege die Munition, das Boost habe ich auch. Dann schießen wir mal zwei Raketen nach vorne, obwohl ich wieder mal keinen treffe. War ja nicht alles zu erwarten. Oh, der dreht sich hier ganz schön ab. Ah. Da fliegen denen die Raketen um die Ohren, aber ich treffe wieder mal keinen. Ah, verdammte Scheiße. Okay. Gas geben, Rakete. Oh. Ja, die totale Action hier. Ey, ah, oh, verdammt, ey. Und schon wieder. Warum mit? Schreit nach einem Restart, würde ich sagen, ja. Ja, ich bin sehr sicher, weil 8. Platz brennend ist jetzt nicht so das, wo ich wirklich drauf Lust hatte.
Oh, Extreme, Extreme. Warum habe ich denn Extreme gewählt? Alles andere war auch sau langweilig. Ich finde, das geht so richtig ab, das Spiel mit dieser Schwierigkeitsstufe. Vorher war ja das jetzige Extreme, war ja das vorherige Easy, falls ihr das Spiel auch gespielt habt, ohne den Patch 1.1. Wow, ne? Also, ja. Was sich die Developer dabei gedacht haben, dass diesen Modus Easy zu nennen, wobei der Hammer, Hammer schwer war. So, Raketenwerfer. Vielleicht sollte ich mich darauf konzentrieren, erstmal, wie lange habe ich jetzt überlebt? 2 Runden, glaube ich. Erstmal ein bisschen hinter den her zu fahren und einfach mal meine Raketen auf ein paar Leute zu ballern und die einfach wegzuschießen, ja? Vielleicht sollte das mal mein neues Ziel sein hier bei diesem. Ich glaube, es ist kein Knockout-Race, es ist halt einfach so ein Baller-Race. Aber ich soll es einfach mal probieren, hier jetzt nicht so aggressiv vorzufahren. Ich bin einfach mal smooth, fahren hier ganz gechillt in die Kurve rum. Kommt ja auch ganz gut an, ohne hier irgendwie so krass reinzurasen. Ändert natürlich nichts an meiner Position. Ich bin letzter, war ich ja vorher auch. Von daher ist es jetzt eigentlich noch kein großartiger Verlust, sag ich mal. Die da vorne schießen natürlich schon wieder in die Verrückten. Dann hauen wir doch mal einfach in den Haufen rein hier. Falls mal nicht großartig weiter, weil die dann ruhig mal hier zum Vorfahren. Ja, lassen wir auch mal hier vorbeiziehen. Ja, okay, hier das Kit nehmen wir mal mit, das kann ich nur gut brauchen. Ey, Wahnsinn, ey, was hier abgeht, ey. Die schießen wie die Verrückten, ey, wie die Verrückten. Aber gut, ich lasse es natürlich auch nicht auf mir sitzen und feuere natürlich auch fleißig meine Raketen ab. Ja, hier haben wir auch mal erwischt. So, wir sind Dritter, wir haben das schon wieder geschafft. Ich habe mich gar nicht so aufs Rennen konzentriert und trotzdem Dritter. Gut, dann pusten wir doch jetzt mal ein bisschen rein. Vielleicht haben wir mehr Glück. Damit es mal so anpotzen. Wir fahren auch hier diese Grenzposten um. Ah, shit, ich war ja selber abgeschossen. Oh ja, den haben wir schon gefunden. Aber der fährt noch weiter. Als wäre es nichts gewesen. Ach komm schon. So scheiße kann ich die Bank schießen hier. So, und hier nach vorne. Ein bisschen nebeln wäre jetzt auch nicht schlecht. Achso, ich habe ihn gewonnen. Ach komm, ey! Jetzt bremst du voll runter, der Sack hier. Da kann ich nach hinten schießen. Ja, oh Gott, das war schlecht, das war schlecht. Bremst du weg hier aus der Schussbahn raus. Und ordentlich dem meine Sache verpassen, würde ich sagen. Komm schon, jetzt hier schön Breitseite, genau. Ja, die Linie hier vorne mal bloß nicht erwischen. Ein bisschen Energie wäre jetzt mal nicht schlecht, glaube ich. Die hätte mir nämlich alle ganz heiß, um die hier nach vorne das Seite ins Auto zu ballern. Hier die Linie lieber nochmal. Nicht. Ach komm schon. Okay, dann habe ich das ganz gut erwischt. Hier ist meine Rakete. Habt ihr es gesehen, wie die Raketen auf den drauf geflogen sind? Ey, hört mir auf, ey, hört mir auf. Dieses Spiel ist einfach totale Zerstörung. Ich sag's, okay, Nebel. Wie der geht, genau, mit den Hasen haben wir genommen, ein bisschen Nebel und eine Rakete hinterher. Komm, ey, lass mich bloß in Ruhe, schläfst mir doch nicht hier die ganze Zeit das Heck rein, ich sag. Okay, da ist nichts mehr okay hier beim Spiel, ich sag's euch, das ist einfach nur noch zu hart. Ah, das Gefährt hat gekriegt. Wunderbar. Und jetzt müssen wir mal schön vorbeifahren. Hier, fahr vorbei. Komm schon. Was zur Hölle ist da los mit den Autos? So, Minen gelegt. Ich hoffe, das hilft mir was. Ich glaube, da vorne war irgendwo Repair Kit in der Kurve, oder? Das sollte ich mir unbedingt schnappen. Ey. Gut, ich hab's mir geschnappt. Haben die Kurve mal ein bisschen kurz zu hier. Oh nö, ey, hau mich schon wieder das Heck voll. Die leben alle noch, ey. Ich habe da so Salben an Raketen in die reingeballert. Killbonus, na gut. Gerade rede ich von den Leben noch und den ersten haben wir jetzt erstmal schon von der Strecke geholt. Hasen überfahren, Nitro Boost. Und noch mehr Nitro Boost. Und Kurve und Nitro Boost. Alles klar.
dritte von vier Runden. Also kein Nico mehr, schade. Habe hier liegen Minen und hier bin ich gekonnt rumgefahren. Munition habe ich schon genug. Hinter mir fängt auch wieder an, ein bisschen zu nerven. Der ist jetzt neben mir. Aber nach links und rechts kann man leider nicht schießen. Gut für mich, schlecht für ihn. Ich möchte, ach Gott, nur mal Kippenwerfen nach hinten schießen, wäre schon eine geile Sache. Leider geht es nicht. Munition und hier müsste dann wieder. Ist hier Nitro? Nee, doch ist Nitro. Nee, ist neben mir. Können wir auch gut brauchen. Oh, den haben wir auch verloren, ich verladen hier. Ah, Nebel, Nebel, Nebel. Und noch mehr Nebel. Ja, was mache ich denn da? War ich da voll gegen die Steilwand, ey? Okay, der Nico für mich. Und die Deckel habe ich gekriegt, alles klar, gut. Der ist aber ganz schön hinter mir hier. Ganz schön nah hinter mir. Komm schon, irgendeine Rakete muss er doch fressen hier von mir. Genau, wie zum Beispiel. Okay, wieder hier Repack it. Nein, ich bin da vorbeigefahren. Dafür habe ich den ordentlich drei zweite Rakete gegeben. Da kriegt er gleich noch eine. Weil er so frech ist und Killbonus. Und Nebel nach hinten. Noch ein bisschen Nebel und noch ein bisschen Raketen nach vorne. Yo. Mein Nitro. Komm aber. Komm mal vorbei, wir werden alle wieder auf die Schiene. Oh, ich wollte gerade in den Niederrang fahren. Hier, das Superkit brauchen wir unbedingt, ey. Das Superkit brauchen wir unbedingt. Du bist doch gerade drauf, dass ich hier keine Raketen in der Nähe. Dann fahren wir vorbei, wenn ich das schlecht fahre. Wow, wow, wow. Und mein Superkit, mein Superkit, mein Superkit, ja. Okay, okay. Da brennt überall die Autos auf der Strecke. Und ich nebel wieder. Ordentlich mal einnebeln hier. Die ganze Fraktion hier von mir. Yo, wieder eine erwischt. Ich glaube, ich bin bald letzter, wenn es so weitergeht, aber auch nur, weil alle Gegner hinter mir schon tot sind. Oder weil ich die abgeknallt habe oder nicht sowas. So, ich glaube, ich bin der vierten von vier Runden. Jetzt sollte ich mal meinen ganzen Boost hier einsetzen und vielleicht noch irgendwas reißen, bevor mich hier noch irgendwie überholen mag. Okay, ich glaube, das war Smoke-Bonus. Alles klar, ich bin dritter geworden. Und einen Punkt habe ich bekommen. 3 Kills, $800 Reward und 1263 Bonus für die ganzen Autos, die ich gekillt habe. Ja, das war ja mal eine actionreiche Runde, würde ich sagen. Hier ist wieder Disco-Flackern angesagt. Okay, hat sich aufgelöst, die Blitzerei. Bin immer noch erster, habe jetzt 12 Roadkills, bekomme wahrscheinlich wieder gar nichts, aber meine Karre sieht ja übelst mitgenommen aus, ey. Zieht euch mal das rein, ey. Deswegen reparieren wir mal die Karre für $861. Kohle haben wir ja echt genug. Gut, in der Garage steht hier immer noch unser Hound DX, mit dem ich aber, glaube ich, nichts gewonnen habe. Das heißt, ich kann ihn jetzt nicht irgendwie pimpen, großartig. Entweder muss ich mit dem fahren. Ja, ich glaube, ich muss mit dem fahren. Ich habe schon alles gekauft, was man kaufen kann. Schade. Jetzt haben wir auch schon zwei Hühnchen hier. Wird ja immer besser. Es mutiert zum Hühnerstall, unsere Garage. Was macht unser Fahrer? Der ist gerade nicht da. Wahrscheinlich liegt er irgendwo in der Ecke und pennt seinen Rausch aus von der letzten Nacht. Gut, dann wechseln wir wieder zurück zu unserem Lot Krappel. Da ist er. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute für diesen Part und wir sehen uns beim nächsten Rennen, wenn es wieder heißt Gas Gasslers auf die Schnauze mit Raketen, Pump Action, allem drum und dran. Danke fürs Zuschauen, ein fröhliches Borg Borg an euch alle. Bis bald, ciao.